Ach ja. Hallo Raubbahn. Achso, warte. Direkt erstmal harmonisieren hier. Also größer geht die Landkarte nicht, oder? Wir hoffen einfach mal, dass Roban jetzt nicht bald noch seinen anderen Arm verliert. Mich irgendwie daran nicht gewöhnen. Also egal wo wir sind, Sid ist auch da. Nein! Oh Gott. Entschuldigung, ich habe einmal auf den Monitor geklickt. Ein kleiner Fauxpas. Bitte nicht erschrecken. Oh Gott. Ich habe nicht gesehen, dass die Maus schon wieder auf einem anderen Bildschirm war. Achso, warte. Damit mein Tänzer hier mal EP kriegt. Ja? Hallöchen. Jetzt muss ich mich ja wieder dran gewöhnen, dass ich hier nicht fliegen kann. Ich liebe ihn. Bombard! Wäh! Böses Bombard! Das bin mal wieder so typisch ich, ey. Bombard mag uns nicht. Bombard hat was gegen uns. Nach den Dingern hier kann ich noch nicht suchen, oder? Doch, kann ich. Oh. Cool. Ah, da unten. Ja, komm. Wie lange ist es her, dass wir Viecher direkt angegriffen haben? Hm.
Hallo, Windätherquelle, mein Freund und Helfer. Ach, da hab ich's. Okay, so komme ich wieder raus. Alter, sind das Riesenbären. Wieder Fetti. Komm mir so elendig langsam vor. Ich finde die Gegend cool. Diese Beinchen. Richtig geil. Da vorne sind so. Okay, das hier finde ich jetzt eher so. Ja. Ja, suchen wir einen Weg über den Fluss. Ja. Nett. Sieht doch heimisch aus. Irgendwie mag ich ihre Frisur, aber ich kann mich nicht damit anfreunden, dass das sie ist. Sieht das so schön. Oh, hallo. Dickes, fettes Krokodil. Aber geiler Name. Spinner. Ah! Bleib mir weg. Bleib mir weg, du Spinner. Ich kann die Monster nicht ernst nehmen. Also zumindest die Art. Gattung Monster gerade. Vor allem, sie haben so ein bisschen was von einer Holzschrecke und einer Spinne. Finde ich. Ja, passt nicht mal. Mich verfolgt nicht, sehr gut. Du hast mich gerade einen Geheimgang. Ah, oder so.
Wieso hat man... Wir hätten uns doch auch mal so oft tarnen können. Wenn unsichtbar machen nach Tarnumhang. Das wäre doch cool. Aber die Musik ist so schön. Ralgas Wacht. Jedes Kind in Alamigo kennt die Stätte, an der Ralgar, der Zerstörer, Schutzgott von Alamigo, einst vom Himmel herabstieg und Eorzea betrat. Unter dem Schutz der mächtigen Statue des Zerstörers hatte die migische Befreiungsarmee ihr Lager aufgeschlagen, um den Kampf gegen die verhassten galäischen Besatzer zu führen. Wir machten uns bereit, den mutigen Söhnen und Töchtern Alamigos entgegenzutreten und das Hilfsangebot der Eorzeischen Allianz vorzubringen. Peace. So, die Sandpfoten sind auch hier jetzt eingefallen. Stimmt, fällt mir gerade auf. Wir haben schon länger keine Sandpfoten mehr gesehen. Also andere Sandpfoten. Wow. Lächeln. Ja, wir sind gewohnt, dass uns Leute Waffen an den Kopf halten. Herr Konrad. Die Musik ist voll geil. Und ein nicht harmonisierter Etherit. Ich will haben. Und jetzt habe ich hier aber wieder eine neue Ortschaft, mit der ich klarkommen muss. Ich bin noch nicht mehr mit Ischgard komplett im Rhein. Nicht mal da komme ich komplett klar. Das ist ungewohnt. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingucken soll. Nett. Sehr, sehr nett. Ich sehe da schon was. Okay. Die haben eine kleinere Karte auf dem Tisch liegen. Ich heiße euch abermals in Ralgas Wacht willkommen. Die Befreiungsarmee ist erfreut, euch als Gäste begrüßen zu dürfen. Ich bin Konrad Kemp, der Anführer der Befreiungskämpfer, die sich diesen Ort als Stützpunkt ausgesucht haben. Und mit wem genau habe ich die Ehre? Ich danke euch für eure Gastfreundschaft.
Ich bin Alfino Leveilleur vom Bund der Morgenröte und ich bin mit einem dringenden Anliegen nach Gyr-Abania gekommen. Aber lasst mich zuerst meinen tiefsten Dank ausdrücken dafür, dass ihr meinen Freunden Papalimo und Ida, ich meine Papalimo und Lise, im Augenblick der Gefahr geholfen habt. Aber nicht doch. Ich habe zu danken. Deine Freunde haben sich mehr als einmal um unsere Sache verdient gemacht. Ich war unaufrichtig und dafür möchte ich mich entschuldigen. Schon gut. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich jemand unter falschem Namen unserer Befreiungsarmee anschließt. Ich habe von Papalimo gehört. Ja, er hat sein Leben für uns geopfert. Wir schulden es ihm, mit aller Entschlossenheit für die Befreiung Alamigos zu kämpfen und die Galea aus Eorzea zu vertreiben. Aber nicht auf die abscheuliche Weise, wie Ilba das tat. Wir werden mit unseren Mitteln kämpfen. Ja, Ilbert war aber auch so ein Fall für sich. Auch wir haben Leute an die Eisenmasken verloren, die sich von den Reden des Greifen haben einfangen lassen. Wenn ich mir vorstelle, dass sie für die Beschwörung eines Primae geopfert wurden, ein grausames Schicksal für diese guten Seelen. Nago hat mir auch gesagt, dass euer Bund der Morgenröte für unsere Sache einstehen will. So ist es. Der Bund der Morgenröte tritt heute vor euch, um ein Vorhaben zu unterbreiten, das uns der Befreiung aller Amigos einen großen Schritt näher bringen wird. Die Eorzeische Allianz hat uns geschickt, um als Vermittler aufzutreten. Sie schlägt der Befreiungsarmee von Alamigo vor, ein militärisches Bündnis einzugehen. Der macht das ich bin ganz ja, ohr. Am Anfang! Ich kann doch nichts dafür, dass er sich zu so einem entwickelt. Also wirklich, er war auch. Anfangs war er total nett. Der war nett, sympathisch, zuvorkommend. Um ehrlich zu sein, kommt das Angebot wie gerufen. Wir stehen einem mächtigen Gegner gegenüber und meine Truppen sind weit unterlegen. Aber ich würde mich gerne erst mit meinen Vertrauten beraten. Darf ich um etwas Zeit bitten, bevor ich mich entscheide? Selbstverständlich. Wir werden auf eure Antwort warten. Bin gespannt, welche meiner Lieblingscharaktere ich jetzt in diesem Addon verliere. Nein, eigentlich möchte ich es gar nicht. Gerade bin ich eigentlich nur froh, dass ich das hier jetzt mit der anderen Klasse spiele. Ja gut. Es ist schon wieder 1 Uhr. Das kann nicht wahr sein. Wo ist denn die Zeit schon wieder geblieben? Rentiert sich auf 0 Linguistics viel mehr. Ja. Also, ich werde es irgendwann dann bestimmt für manche Sachen im Baden dann wieder rausholen. Aber erstmal werde ich mit Lern verspielen. Vielleicht muckel ich mich auch nochmal mit dem Samurai durch irgendwie. Eventuell. Dem habe ich aber noch überhaupt keine kämpferische Erfahrung. Da werde ich mich wahrscheinlich einfach mal so ins Feld begeben mit. Oh Gott, der ist ja noch ganz am Anfang. Da muss ich dann auch noch so ein bisschen was mitmachen. Kann ich hier ja noch nicht nicht gebrauchen. Echt?
Gut, ich habe mit dem Samurai jetzt noch nicht großartig gekämpft. Hab mir bisher nur die Fähigkeiten ein bisschen angeguckt. Oh, das wäre super. Das wäre echt super, wenn du mir den erklären könntest. Also mit dem Dancer, da, das ging ganz schnell. Da habe ich mich ganz schnell reingefunden jetzt. Genauso wie mit dem Druiden, beziehungsweise jetzt ja White Mage. Da ging das ja auch. Gut, und Baden. Da habe ich anfangs auch ein bisschen Hilfe bekommen. Und danach kam ich damit auch besser klar. Also noch besser. Wie gesagt, was meine Probleme wären, wären die Tankklassen. Wenn ich die mal irgendwann spielen sollte. Bisher weigere ich mich noch. Und die anderen zwei Heilerklassen müsste man mir wahrscheinlich bei Zeit noch klären. Mit welchem ich auch noch nicht ganz so klar kam, war der Schwarzmagier. Dieser Taumaturg da. Dem kam ich auch noch nicht so ganz klar. Dem bin ich nie warm geworden. Was ist zum Einspielen? Okay. Stimmt, aber hat er dir, glaube ich, sogar schon mal erwähnt. Wir sind mir wie ein DDS-Tank. Das wäre ja schon mal gar nicht so schlecht. Können wir uns dann ja alle mal. Können wir uns dann ja mal in Ruhe, in einer ruhigen Sekunde mal angucken. Ich habe so das Gefühl, dass ich morgen dann auch wieder die ganze Zeit an den Aufnahmen für YouTube sitzen werde bei F14. Ich meine, allein gestern, da habe ich ja nicht gestreamt, 10 Stunden Videomaterial für Final Fantasy 14. Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. 10 Stunden Videomaterial. Knapp 300 GB habe ich da aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wieso. Weiß ich nicht. Ich habe ein Problem. Ich habe ein ganz großes Problem. Das Spiel macht mich fertig. Ich finde die Viecher cool. Was ist das? Ich finde dich cool. Achso. Nein, das schießt mich nicht. So. Den haben wir alle. Okay. Ja, ich weiß, ich komme nicht voran, wenn ich mir alles angucke. Aber, oh Gott. Ich brauch dich. Hat dir schon mal einer gesagt, dass du wunderschön bist? Ja, ich mache weiter. Ach ja, das Lazarett. So, jetzt wollte ich gerade. Lauf, Forest, lauf! Also, wenn ich jetzt öfters hier solche neuen Viecher sehe, dann kriege ich zu viel, glaube ich. Dann macht mein Herz das irgendwann nicht mehr mit. Bei dem Panda vorhin war ich schon hin und weg. Also. Wo geht's jetzt hin? Ach, gut.
Ja, so, ne? Wir könnten ja mal wieder Wetten abschließen. Wie lange man glaubt, wie lange ich mache. Plus, na gut, nee, früh aufstehen muss ich nicht. Kann mich danach wieder hinlegen, aber. Ich muss zumindest frisches Monfro nochmal verarzten. Scheiße, durchmachen geht auch nicht. Der Hund muss. Vier. Meinst du? Na gut, 2 Uhr ist es ja bald. Ja, doch, 4 könnte schon sogar schon hinkommen. Na gut, morgen habe ich ja frei gerade. Kann ich ja. Mir das einteilen, wie ich möchte. Vielen Dank für eure Geduld. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich nehme den Vorschlag der Eorzeischen Allianz an und werde ein militärisches Bündnis mit ihr schließen. Aber es gibt eine Einschränkung. Die wäre. Was meint ihr damit? Ich bin für den Vorschlag der Allianz sehr dankbar und würde ihre Hilfe gerne uneingeschränkt annehmen. Aber ihr müsst verstehen, dass es sich bei der Befreiungsarmee nicht um eine geeinte Streitmacht handelt. Es gibt viele verschiedene Gruppierungen. Ich kann nur für die Kämpfer hier in Ralgars Wacht sprechen. Nur meine Untergebenen werden dem Bündnis beitreten. Und das Pirat gerne, bis wir natürlich alles dafür tun, dass sich auch die anderen Gruppierungen anschließen. Aber ich kann es nicht garantieren. Ich möchte, dass ihr das versteht. Dafür haben wir Verständnis. Dann werden wir der Allianz übermitteln, dass sich Konrads Kämpfer für ein Bündnis entschlossen haben. Vielen Dank. Eins müsst ihr wissen. Es haben sich mehr Kämpfer den Eisenmasken angeschlossen, als ich zugeben möchte. Ich plane daher, meine Truppen neu zu organisieren. Dabei werde ich das anstehende Bündnis berücksichtigen. Wenn wir irgendwie helfen können, werden wir euch bei der Neuorganisation nach besten Kräften unterstützen. Seht es als Zeichen unserer Freundschaft. Wie könnte ich das abschlagen? Ich bin froh, so tatkräftige Verbündete gefunden zu haben. Dann werden Jestula und ich das Lazarett besuchen. Wir werden uns als Heilerin nützlich machen. Ich werde zum Sonnenstein zurückkehren. Unter den Mitgliedern des Bundes finden sich bestimmt noch weitere Krieger, die für Alamigos Unabhängigkeit kämpfen wollen. Und
Und was machen wir? Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte. Nago und Mefrit könnten etwas Hilfe bei einer Aufgabe gebrauchen, die ich ihnen anvertraut habe. Aufgabe? Verstanden. Wir schauen gleich bei ihnen vorbei. Sehr schön. Es sind neue Vendetta-Quellen verfügbar. Ich hasse diesen Satz. Wie gewöhnt man sich noch? Ich weiß es nicht. Also, ich finde sie als Charakter wunderschön. Ich fand sie als Ida schon richtig schön. Und auch interessant und toll. Aber irgendwie... Ich fand irgendwie... Das ist so... Ich weiß nicht. Ich mag sie immer noch, aber... Weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann. Das ist so eine komplette Umstellung. Ich bin ein Gewohnheitsmensch. Wenn sich bei mir von jetzt auf gleich etwas ändert... Ich glaube, ich war kurz weg. Ich weiß nicht, bin ich wieder da? Weil bei mir ist dann eben nur Verbindung getrennt, deswegen dachte ich so, was, wie, hä? Oh Gott, ich hasse das. Passiert zwar meist nur ein bis zweimal im Monat, aber es ist dann trotzdem immer so ein kleiner Herzinfarkt. Gott, mir graut's ja schon davor. Wir kriegen bald Glasfaser. Dieses Glasfasernetz. Mir graut's davor, ne? So ein bisschen. Weil ich kenne so den einen oder anderen, wo es ständig zu Ausfällen kommt. Und ich habe panische Angst, dass das bei uns auch so sein wird. Was Internet angeht. Ich kann auch mal eine Zeit lang ohne. Aber jetzt so, ne, wenn ich nicht streamen könnte, das wäre schon. Dann müsste ich auf die FF14-Streams verzichten. Furchtbar. Ja, einfach nur furchtbar. Damit könnt ihr nicht umgehen. Aber wenigstens soll es ein... Ich hab's nicht so mit Gesichtern. Ich habe auch den Faden bekommen. Ich weiß, es ging ums Internet. Miss Bissavi durch ist, hatte ich das Spiel. Ja, das Spiel hatte mich auch vorher schon. Wie gesagt, das einzige Schlimme für mich war diese vermaledeite siebte Ära. Das war das Schlimmste für mich. This Reborn war okay. Es war echt okay. Mich hat es dann halt wirklich nur genervt, dass so wirklich wenig synchronisiert war. Ich habe einen Sabbel gekriegt irgendwann. Ich hatte solche Halsschmerzen manchmal nach einem Stream. Wenn wir so 10 Stunden lang FF14 gemacht haben, mir tat er halt so enorm weh. Also da bin ich jetzt echt froh, dass schon häufiger dann mal gesprochen wird. Ich habe nichts gegen gelesen, aber irgendwann ging das echt auf die Stimme. Bei HW habe ich einfach nur noch mitgefiebert, weil Drachen, ich liebe Drachen, Drachen sind toll. Das Ding mit dem Kobold wird mich mein Leben lang verfolgen. Und das mit Eisherz wahrscheinlich auch noch. Und die Musik bei dem Kampf gegen Nidorg, da war ich verloren. Ich hab's geliebt. Es war einfach nur
geil, episch. So toll. Und hier habe ich die Musik jetzt ja auch schon. Also schon gleich so der erste Ton. Ich bin schon wieder ganz weit da oben. Ich sag, du machst das Minimum 3 Uhr. Leute, ihr tut mir das nicht an. Ich wirst du noch öfter hören. Gott sei Dank. Ah, Drachi. Ja, es geht jetzt los mit Drachi. Eieiei. Warte, wie spät ist es? Oh Gott, halb zwei. Ach ja. So geil, dass sie. Unsere Suche nach Verbündeten im Kampf gegen die Galear führte uns in die Zinnen, das Bergland von Gyr Abania. Aber nicht die steinigen Straßen oder die trostlose Landschaft ließen unsere Schritte und unsere Herzen schwer werden. Das passt überhaupt nicht in die Landschaft. Die gedemütigten Migiten. Viel zu lange schon hatten sie unter der gnadenlosen Herrschaft der galeischen Besatzer gelitten. Ich hab's nicht oft genug sagen, Shadow, wenn das für dich dann kaputt machen ist. Sag's doch wie Musik. Also Musik ist bei mir jetzt schon echt hart an der Grenze. Musik ist echt schon hart an der Grenze, weil bis jetzt, ich liebe diesen Soundtrack. Ich liebe den einfach. Und der in HW war echt schon geil, aber der hier ist... Es trifft gerade genau meinen Nerv, ne? So, ich mach die nächsten 10 Jahre durch. Oh, Scheiße. Warum? Warum habe ich hiermit angefangen? Das ist echt Sucht. Das ist einfach nur noch Sucht. So, aber... um einmal von meiner komischen Burg runterzukommen. Ja. Ach da! Also jeden Tag 10 Stunden durchhält, erst die nächste Woche in Shadowbringers. Gut, jeden Tag schaffe ich nicht, aber... ja... also ich schätze mal... gut, ich weiß noch nicht, ob Kai am Sonntag dabei ist. Aber wahrscheinlich dann Sonntagabend wieder. Am Montag, das ist sowieso MMO-Tag. Ja, Mittwoch weiß ich noch gar nicht. Aber Freitag dann nächste Woche auf jeden Fall wieder. Der hat hier schon Rechnung gemacht, oh Mann. Ja, er hat eine komplette Auflistung. Gott, diese Musik, ey.
Ganz ehrlich, eigentlich will ich jetzt schon gar kein Reittier mehr benutzen, weil die Musik einfach so geil ist. Nee, ich habe ein Problem. Nee. Die Mondmusik ist ja auch gut. Ich habe die Hoffnung, dass ich hart bleibe. Oh mein Gott, sind die schön. Oh. Oh, sind die schön. Mikuvini, oh mein Gott. Keine Chance. Nicht? Nicht schon wieder. Da sind wir doch gerade erst. Ach du gute Nonne, soll das eine Rückschrecke sein? Nee, ein Grashüpfer. Das bringt gestandene Männer zum Wein. Erfahrungsstufe gestiegen, ohne dass ich das gemacht habe. Geil. Ja, war bei mir so. Also, ich heule tatsächlich sehr, sehr selten in Spielen. In Filmen und Serien, ja. Da heule ich echt oft. In Spielen. Bei Final Fantasy X habe ich geheult. Bei einem Indie-Game hatte ich mal geheult. Ich glaube, A Bird Story hieß das. Da habe ich so Rotzenwasser geheult auch. Das war so schlimm. Wo hatte ich denn noch geheult? Ich überlege gerade echt. Mir fällt tatsächlich gerade nichts ein. Zwei Spiele. Legacy of Kain habe ich geheult. Am Ende des fünften Teils. Kennt wahrscheinlich keiner von euch die Reihe, aber da habe ich auf jeweils geheult. Echt? Ja. Irgendwie gefallen mir die Haare immer noch nicht. Ich überlege trotzdem noch im Nachhinein. Backstreet Bandicoot habe ich geholt, aber aus Verzweiflung. Das war nicht vor Rührung. Das war pure Verzweiflung. Bei Witcher 3 habe ich geholt. Ich glaube, dann war es das aber auch. Blöchen. Nee, eine neue Händlerin bin ich noch nicht. Das klingt irgendwie seltsam, weil du fuhrst das Blut. Ne, Prost. Das klingt wie seltsam.
Und der ist auf keinen Fall halb glücklich. Echt? Wieso? Hybrid, kennst du das etwa? Das kennen die wenigsten. Also, Legacy of Kain ist mit neben Final Fantasy meine Lieblingsspielreihe. Die Reihe ist mehr, ja, oder? Ey, ich kenne so wenige, die diese Reihe kennen. Da könnte ich mich stundenlang drüber unterhalten. Habe ich auch noch vor, hier irgendwann mal zu spielen. Das war der Deckel. Irgendwo beim Stream. Hab nicht alle gespielt, damals als Kind, das mit Rasiel. Ah, Soul Reaver 1 oder 2 wahrscheinlich. Also angefangen mit der Reihe hatte ich mit Soul Reaver 1 tatsächlich damals. Für die PlayStation 1. Das war so gut. Das ist auch heute noch gut. Mit um eins fand ich jetzt nicht so geil. Dann gebt mir her, aber okay. Wie es war als storytechnisch alles erste Sahne, ja. Also, Blood Omen 1 habe ich als letztes gespielt. Ich habe es damals echt relativ günstig ergattert. Das Schlimmste war, mir ist die CD jetzt halt durch den letzten Umzug kaputt gegangen. Das heißt, ich musste mir Blood Omen 1 nochmal neu besorgen. Und was ich da teilweise für Preise gesehen habe, dass manche Leute dafür über 100 Tacken haben wollen, dass sie auch so. Ja. Ich habe dann Gott sei Dank einen Händler gefunden, wo ich es ganz günstig noch gekriegt habe. Zwar auch so teuer, aber da habe ich auch erstmal nur gefragt, ist das Spiel auch auf Deutsch? So, ja, war Gott sei Dank auch auf Deutsch. Das habe ich dann halt als letztes gespielt, finde ich aber trotzdem mega cool. Auch wenn es echt nicht ganz einfach ist. Muss ich sagen. Aber allein die Synchronsprecher in den letzten Teilen. Also gut, ab Soul Reaver 2 war ja Udo Schenk für Rasiel mit dabei. Liebe. Einfach nur Liebe. Und Kain hat dann ja im letzten, und ich glaube im Blood Omen 2, dann ja Martin Kessler gesprochen. Der da ja auch Nicolas Cage und so spricht. Oh. Liebe! Einfach nur Liebe. Ich schmelze immer noch dahin. Also ich, wie gesagt, ich könnte mich bei Legacy of Kain stundenlang drüber unterhalten. Wenn ich die Emulatoren wieder zum Laufen kriege, könnte ich meine CDs da auch wieder drüber laufen lassen. Denen wäre das kein Problem. Dann könnte ich das wunderbar im Stream spielen. Weil ich habe mir ja extra ein externes Laufwerk, allein für Legacy of Kain, ein externes Laufwerk geholt, damit ich das von einer Konsole aus spielen kann. Also CDs reinpacken kann und dann spielen kann. Verdammt, 2, Soul Reaver 2 und Legacy of Kain sind die drei Teile, die ich, glaube ich, mehr als 5-mal durch habe. Also am meisten habe ich, glaube ich, Soul Reaver 1 durch. Gut, war aber auch das erste. Danach Defiance, glaube ich. Dann Blood Omen 2, Blood Omen 1 und Soul Reaver 2 als letztes. Weil mir da einfach nur die Wege auf den Keks gegangen sind. Story war super, aber die Wege sind mir so auf den Keks gegangen irgendwann. Ja, dass er wirklich nur hin, her, hin, her, hin, her ist. Stundenlang kann ich mich nur über Warcraft, FF und Persona unterhalten. Bei FF bin ich auch dabei. Warcraft kenne ich mich zu wenig aus. Da bräuchte ich quasi Nachhilfe. Und, ja gut, Persona kenne ich gar nicht. Habt ihr mir aber auch schon viel vorgeschwärmt von. Zumindest du, Dera. Aber es gibt so einige
ich sag mal, Perlen, über die ich mich stundenlang unterhalten könnte. Ich bin richtig Bock, ja. Das tun sie definitiv. Und das sind echt so Spiele, die habe ich verschlungen. Und die verschlinge ich auch heute noch. Ja. Ich finde, das Einzige, was ich halt schade fand, ist, dass es für mich ein relativ offenes Ende war. Das war das Einzige, was so ein bisschen schade war. Dass halt auch nichts Neues davon kam. Aber vielleicht ist es auch gut so. Oh, aber allein schon, ich habe im... Doch, in Soul River 1, Soul River 2 und The Fallen so echt meine Lieblingsszenen mit, die ich jedes Mal wieder feier. Danke fürs das leid mir zu wissen. Luna, wusstest du das noch nicht? Also, unglaublich, wie konntest du das denn noch nicht wissen? Ach ja, die Schließfächer, ne? Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super, super sicher. Ich hab mich verliebt. Ich denke mir jetzt, wenn du versuchst, etwas zu entspannen, bis du ihn nimmst oder vielleicht sogar noch später. Ja, die Wetten laufen gerade darauf hinaus, ob ich bis 3-4 Uhr mache, was gerade tatsächlich danach aussehen könnte. Ich habe gerade wieder eine Suchtphase, die gerade vor allem der Musik zuzuschreiben ist. Der Grund, weswegen ich zu Fuß laufe. Ich weiß, ich konnte die Musik für die Mounts aufstellen, aber will ich nicht. Ich die Musik auch toll finde. Ich muss ausnahmsweise zu Fuß laufen, dass ich das mal sage. Dass ich mal freiwillig zu Fuß laufe, was stimmt mit mir nicht? Das ist krank. Jemand müsste mal bei mir Fieber messen. Oh, Fiebermessgerät. Ich weiß es fürs Ohr. Da hinten ist das andere.